Ah, ich grüße euch. Ja, nach langem Warten ist es soweit. Heute ist der erste Tag in der Reha. Meine Eindrücke hiervon sind gemischt. Gemischt. Anreise war okay. Direkt Verfahren. Ich meine, das ist normalerweise 20 Minuten. Ich kenne den Weg hierhin. Ich habe nicht, also ich bin in Essen-Kettwig. Bis jetzt nicht so weit, aber ich komme angefahren. Klinikum, Straße gesperrt. Okay. Dann hin und her, Umleitungen hinterher gefahren. Auf einmal stand ich irgendwo im Wald, haben sich irgendwelche Scherzkekse, einen Scherz erlaubt, haben die Umleitungsschilder irgendwo hingestellt, wo die gar nicht hingehören. Ja, eigentlich eine gute Nummer, aber wenn es mich erwischt, ist es scheiße. Ja, so, dann irgendwann hier angekommen, alle, also die Leute sind eigentlich relativ nett. Den Komplex. Also ist schon ein bisschen altbacken hier. Mein Haus ist auch ein bisschen dunkel, so. Also die nennen das hier Haus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige euch mal gleich mal eben hier, ja, aber hier sieht es ein bisschen körmlich aus, weil ein paar Sachen hingeschmissen, dies, das, bla. Ich zeige euch mal hier, wie mein Domizil für die nächsten 3 Wochen aussieht. Also ich mache jetzt einfach mal hier einen Kameraschwenk. Da ist mein Bettchen, ja, hier Telefon, Bettchen, bzz, bzz. Hier, Ausblick könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, ist schon dunkel draußen. Hier, Fernseher, sehr geil, ja, finde ich schon mal gut. Hier kann man schreiben, ja, hier habe ich mal mein Portemonnaie ausgeleert. Schrank auch super. Hier, Schrank, hier, dies, das. Was am coolsten ist, ist das Bad. Also finde ich ganz geil. Barrierefreie Dusche. So, immer auch wirklich sauber hier, muss man sagen. Hier alles super. Ja. Also ich habe auch mal auf den Schränken geguckt, ist wirklich gut, also kann man empfehlen. Warum ich gemischt sage? Ja, weil. Also, Anwendung habe ich jetzt heute noch nicht gehabt. Klar, hier war erstmal Aufnahme, dies, das. Und ich habe auch immer ein bisschen Paranoia hier gemacht. Ich hatte ja letztens Antibiotika, musste ich nehmen, weil ich hatte so ein bisschen Zahnspaß und habe ich immer noch einen Durchfall ein bisschen. Für die Zartbeseiteten jetzt weghören. Und da habe ich das hier gesagt. Und die, oh, der Panik gekriegt hat, dann ansteckend ist, irgendwelche blöden Keime wieder, bla, muss die Stuhlgang nehmen und im Probe schon nehmen. Ja. Ist auch so geil hier bei dem Klo. Kennt ihr diese Plumpsklos, wenn ihr kackt und dann spritzt euch diese Wasser an den Popo. Es ist sehr ekelhaft. Egal, das sind die Klos. Und wie willst du denn da eine Kotprobe rausnehmen? Ich sage euch jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, könnt ihr gerne in den Kommentaren erfragen, aber ich sage es jetzt nicht, wie. Ja. Ja, ansonsten, was soll ich noch sagen? Achso, wir sind ja hier in einer Reha-Anstalt, die für Kardiologie ist, sprich Herzkranke. Ich war gerade richtig erschüttert über das Abendessen. Mittagessen war okay, ich konnte es mir jetzt nicht aussuchen. Ich habe halt so Spätzle gekriegt mit Pilze. Ich mag keine Pilze, okay, habe ich Pilze zur Seite, Spätzle. So, kein Problem. Aber ich gehe gerade zum Abendessen und ihr wisst ja, ich habe Ernährung ein bisschen umgestellt, so viel vegetarischen Scheiß, auch so Aufstriche und sowas. Und da gucke ich, Salami, Schinken, bla, bla, Fleisch. Ich denke, was ist das? Ja, ich denke, ja gut, guckst du mal ein bisschen rum. Findest ja vielleicht irgendwo, haben die hier vegetarischen Aufschnitt versteckt oder irgendeinen Tofu-Scheiß, irgendwie sowas. Nee, es gibt einfach nichts. Es gibt Käse und dann gibt es Schmierkäse. Ist denn den super, wo du so auch eigentlich pures Fett auf deine Stulle schmieren kannst. Jetzt habe ich mich wirklich gefragt, was los ist. Und morgen, achso, ich habe heute, wo habe ich einen Zettel? Ach du Scheiße. Ich habe hier irgendwann heute schon einen Zettel gekriegt. Hey, nur Zettel. Leute, die gehen mir ein bisschen auf die Eier hier mit den Zetteln. Vor allen Dingen komme ich da gar nicht klar. Achso, ja, ich habe morgen, ich weiß gar nicht, ob ich morgen schon, hier gibt es dann so tolle Briefkästen, vielleicht zeige ich euch die später mal. Ich muss mal gucken, ob ich das Video gleich hochladen kann, weil WLAN ist das nächste Thema, was mich ein bisschen abfuckt hier. Ja, hier gibt es. Uiuiui. Kann er der Mann, ich hab da gesehen. Die Reflexe, die sind noch gut. Reflexe, nicht Reflekte, Reflexe. Ja. Hier, dann kriegst du hier so tolle Zettel. So, und da stehen dann die Anwendungen drauf, was du wo wie machen musst. Und wenn es hier zum Thema Ernährung geht, dann würde ich mal fragen, ob Ernährung nicht auch in der Klinik bzw. in der Reha-Einrichtung schon anfängt. Ja, so, also viele Eindrücke, ihr merkt schon, was war noch? Achso, WLAN, WLAN auch geil. Ich dumm dumm, hier irgendwann bei der Anmeldung ich gefragt, was ist mit WLAN? Weil ich habe natürlich Laptop mit, will ein bisschen zocken, irgendwie Zeitvertreib, weil was willst du denn sonst hier machen, außer die ganze Zeit hier Fernsehen? Bin ich nicht so der Freund, aber egal, also Fernsehen gucke ich schon mal ganz gerne, aber egal. Ja, WLAN. Ich runter, also die, genau, ich glaube, hier steht Kopf, ne? Kann das sein? Das war ein Spezialmove. Cool, ne, oder? Ja.
Für die, die noch da sind. Ja, genau, habe ich die halt gefragt, die Frau ist, ja, was soll sie? Ja, für 5 Euro, also hier wäre überall frei WLAN, ist hier überall, aber für 5 Euro Zuzahlung für die 3 Wochen habe ich das auch im Zimmer. Jo, 5 Euro oder so, sagt sie. Ich sage, auch 10 wäre okay. Ich sage runter, ja, hier, frei WLAN überall. Ich sage, juhu, ich gehe hoch ins Zimmer, kackt das WLAN ab. Ich sage, hä? Ich wieder raus, guckt, ja, draußen geht, im Zimmer nicht, genau Grenze. Tür hier, Tür mache ich zu, Internet weg, Tür mache ich auf, gehe ein Stück raus, Internet wieder da. Ich so, okay, ich wieder runter, ja, und das sind hier Strecken, ja, also hier läuft hier, ich bin bestimmt mehr gelaufen runter, als wie wenn ich auf Arbeit bin. Ne? Also egal, ich gelaufen, oh, und dann komme ich wieder da und sage, was ist los hier? Internet geht nur hier im Haus, aber im Zimmer nicht, was sagt ihr? Wenn Sie verwinkeltes Zimmer haben, dann kommt da kein WLAN hin. Sie können das nicht extra kaufen. Fürs Zimmer ist ja was? Okay, werde ich überleben, aber trotzdem mies. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier gleich zu meinem. Ich habe den Laptop gepackt. Ich werde jetzt mal zu einem Hotspot laufen. Ich habe einen gefunden mit einem Stromanschluss. Also es gibt hier mehrere Hotspots, aber nur einen Stromanschluss. An einem Hotspot. Und wenn der gleich besetzt ist, entweder. Sag ich, ey, Kollege, keine Stimme dran. Oder ich habe die Arschkarte. Ja, egal. Also, das war so mein Erlebnis, mein Eindruck für heute. Ja, wie gesagt, also eigentlich alle ganz nett so. Und ja, ich meine, die Sachen gut, was ich gesagt habe, ist halt, heutzutage erwarte ich einfach, dass in allen öffentlichen Einrichtungen, wo man länger auch nächtigt, gerade da man viel E-Mail-Verkehr hat, viel über Internet läuft, bla 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 bla. Dass man einfach, hey Leute, man braucht einfach WLAN. So, was soll ich hier? Naja, egal. Ist jetzt wie es ist. So, zum Thema Zimmer nochmal. Zimmer ist echt cool. Ich habe schon, habe ich vorhin schon zu meiner Frau gesagt, hier habe ich das auch gezeigt, das Zimmer, dass wir schon, es ist tatsächlich so, wir haben in einem Hotelzimmer schon mal übernachtet, was kleiner ist. Das war kleiner als der Bunker hier. Ne? Das ist so geil. Es ist hier dieses Hotel, darf man das nennen, mit den 4 Buchstaben. Ne? Gibt bestimmt auch mehr. Also, ihr wisst, was ich meine. Das Rot-Weiße. Wenn ihr es nicht wisst, ist es auch nicht schlimm. Da gibt es aber auch ein Business Class, ne? Das ist die Blau-Weiß, glaube ich. Egal. So, Leute, ich gehe jetzt mal gucken, ob ich dieses Drecksvideo irgendwo hier hochladen kann. Ob mein Hotspot frei ist. Ansonsten melde ich mich morgen. Und ach so, ja, und Ende war heute von dem ganzen Tag übrigens um 3. Und dann war ich hier im Zimmer. Hier, ich habe keinen Tischtennisplatz gesehen, kein Billard, kein gar nichts. So. Keine Kneipe, nein, Spaß. Keine Kneipe. Ach, Restaurant haben die hier, sieht eigentlich recht gut aus, aber die Preise sind deftig, ja, wirklich deftig. Ja, ich denke, soweit habe ich grob alles zusammengefasst, Leute. Aber wie gesagt, also ich bin eigentlich ist es ganz gut, ne, bis auf die, ich will nicht alles schlecht sehen, immer, man sagt mir nach, ich bin Pessimist. Eigentlich sind viele Sachen hier eigentlich definitiv angenehm. So, jetzt, bevor ich mich hier noch mehr verhaspel, haut da rein, ich melde mich, wenn es was zu melden gibt. Und vielleicht machen wir ja die Tage mal einen Rundgang. Ach, eins muss ich noch sagen, eins noch. Die haben unten, mir als Aquarianer fällt sowas sofort auf, die haben unten 2 Aquarien. Eins, da war das ganze Tag das Licht aus. Die sind runtergekommen wie die Sau. Das zweite, da sind Piranhas drin. Ich denke, was ist da am Boden? Da habe ich vorhin auch ein Video gemacht, aber irgendwie ging das nicht, ich weiß nicht warum. Da liegt ein Piranha-Kopf. Also die Piranhas, die haben sich gegenseitig zerfickt, muss ich sagen, ja. Ja, ist so. Ist so, da liegt ein Piranha-Kopf. Ne? Du kommst in eine Reha-Anstalt, guckst ins Aquarium. Und, also hier sind viele alte Menschen, also fast nur. Ja. Schwimmt ein toter Piranha-Kopf. Hallo, ist makaber, ne? Aber egal, denk mal drüber nach. Peace, bis später, ne? Tschüss.